3, 2, 1. Jo, Freunde, Zelos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part der Pokémon Rubin und Saphir Soling zusammen mit dem Emilioson, euer Mann, was geht? Ringe die Natter, Freunde. Im letzten Part haben wir einen neuen Encounter-Paar gefangen. Was haben wir? Das haben wir jetzt wirklich mal auf der Box gelassen. Das erste Encounter-Paar, Freunde, was wir auf der Box lassen konnten. Endlich mal, ja. Ich glaube, nach verkackt. 20 toten Encounter oder so, ich habe gar nicht mehr mitgezählt. Ja, ich glaube, nach fast 20 Parts würde ich jetzt gut sagen, oder gefühlten 100 Parts sogar, haben wir es endlich geschafft, ein Paar auf die Box zu legen, ohne Probleme, ohne irgendwas dabei zu haben. Also richtig gut. So, ich bin wieder in Meteorfällen reingerannt. Genau, du musst da rein, links raus und dann genau geht's jetzt auf zur vierten Arena. Gut, ich genau. Frage des Tages abchecken, Freunde. Ich weiß jetzt leider wieder nicht, was ich nehmen soll. Und ja, wer den letzten Part bei Eve hier nicht geschaut hat, unbedingt vorbeischauen, Freunde. Dienstag 17.30 Uhr kam er da online. Gut. Warum macht es jetzt hier Bodyguard die ganze Zeit? Bei mir hat es gerade direkt First Turn Wirbelwind eingesetzt. Ach, stimmt. Leck mich, Julia. Stimmt, wir hätten fast ein Lugia und ein Fuck. Ich hab grad gesagt, leck mich, Lugia. Ich wollte eigentlich sagen, leck dich. Ja, och, fick dich, Lugia, ganz ehrlich. Wie hieß das Pokémon nochmal, was ich hätte fangen können? Ninjaton. Ninjaton, genau. Diesen Encounter-Paar hätten wir eigentlich bekommen können. Wenn Eve es nicht verkackt hätte. Tut mir leid. Ich nehme. Oh, lol! Was ist? Shiny? Oh. Nein. Nein. Oh! Nee. Hier gibt's einen Jirachi in der Höhle. What the fuck? Wie cool wäre das denn? Ein Jirachi. Ja. Hätt's Eve nicht verkackt, ne? Props für ihn. Warte mal, das hat so blaue Dinge. Ist das Shiny? Nein, oder? Nein. Wenn es Shiny ist, dann ist es orange-gelblich mehr sogar halt. Okay, weil ich dachte gerade, es hat so diese blauen Dinge. So. Nope. Wie cool wäre das denn? So, meine Venusaura erreicht jetzt, glaube ich, die Level Nummer 20 gleich. So, ich habe jetzt den Trainer besiegt und ich müsste jetzt rein theoretisch das Item hier. Da ist bestimmt ein Item hinter dem Felsen. Bestimmt, safe. Ab bis schon unten aus der Höhle raus? Ja. Klar. Muss ich dann auch. Was macht Metallstaub? Lol. Was macht Metallstaub? Jetzt mal ohne Witz. Metallstaub, keine Ahnung. Erhöht die Verteidigung von Ditto. Na, ist ja toll. Ich habe kein Ditto. Perfekte Item für dich. So wie Kugelblitz bei mir mit Pikachu. So, ich bin jetzt wieder in Metaros City angekommen. Du hast wahrscheinlich die andere Trainerin nicht besiegt. Hier gab es noch eine Trainerin außer den Trainer. Ja, ich habe wieder was ausgelassen. Du lässt immer was aus. Deswegen hänge ich auch so hinterher. Dafür kill ich jetzt aber gerade die Level 6 Pokémon hier auf der Route. Okay. Und ich biete ein bisschen. Aber nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Aber du bist eh vor mir. Ich würde jetzt nicht speeden. Taken to the candy shop. Bist du gleich schon bei der vierten Arena und ich hänge noch hier in Malvifor City. Ich hab keine Ahnung. Taken to the lollipop. Jetzt alle zusammen. Aha, Eve. So, what the fuck? Ich bin einfach gut drauf wieder. Hast du den Kote schon umbenannt? Wie soll ich denn mein Kote umbenennen? Leute, gibt es hier irgendwie Namenswerte? Gibt es, glaube ich, in Gryffindor City, ne? Du musst unbedingt deinen Kote nach Glutel. Oder was habe ich gesagt im letzten Part? Glutel. Ich feiere den Namen immer noch. Ohne Witz, Glutel, bester Name. So. So, einmal hier durch. Und hier gibt es Nidoking drin, ne? Fritzelblitz. Oh, das hätte ich so gerne als Encounter gehabt. Fritz, ja, ein Elektro-Pokémon halt, ne? Bräuchte ich halt auch. Stell dir mal wirklich vor, wir rennen hier so ganz komisch durch. Und auf einmal ist das hier irgendwo Shiny, so, jetzt mach ich jetzt der Trümmerer. Keine Angst, junge Lady. Ich werde dich retten. Und dir deinen Geliebten wiederbringen. Oh mein Gott. Wow, du hast den Felsen. Den blockiert er. Einfach zerstört. Bitteschön. Salka. Oh, lol. VWM. Ein VM hast du gefunden? Nee, VWM habe ich gerade gesagt. VWM. VWM. Ja, was denn jetzt? VWM Eine VM, ja. Stärke habe ich jetzt gerade bekommen. Nice. Das ist auf jeden Fall richtig. Die kriegen wir so, oder was? Ja, die kriegen wir, wenn du den Felsen zertrümmert hast, kriegst du die. Nice.
So, damit habe ich jetzt auch Stärke. Das ist schon mal nice, weil Stärke richtig gut ist von der Schaden her. Und ich kann das mit voll viel lernen. Ich glaube, ich lerne statt Body Slam das mit Stärke Kurtel. Das glaube ich besser. Oder ich lerne das Chris, Alter. Da hat Chris noch eine neue Attacke drauf. Das ist eigentlich ganz gut. Du hast keinen Normaltypen, hast du nicht, ne? Nee, aber Chris hat das halt statt Sandwirbel. Ist halt ein bisschen besser dann, ne? So, ich bin durch und jetzt fahre ich mit der Gondel gleich nach oben. Ja, ich bin immer noch hier bei den Meteorfällen da drunter bei den Trainern. Warum brauchst du denn so lange? Ja, ich habe jetzt so schnell. Ich hab den Trainer wirklich besiegt, ich schwöre, ehrlich. Krass. So, dann, ja, okay, ich speede mal ab und zu. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Ich sag dir das schon seit gefühlten 15 Parts, mein Freund, dass du nicht speeden sollst. Oh, ich speed mal wieder ein bisschen. Du, du bist ja eine Stunde vor mir. Oh Leute, den Trainer habe ich nicht besiegt. Egal, jetzt bin ich eh viel höher als er. Easy. Bei Wanderer glaub, jetzt oder was? Nee, bei dem Feld zwischen Wiesenflur und hier, wo Walters Arena ist. Ja, perfekt. Oh, hier gibt's ein Item. Premierball, toll, das macht gar nichts. Alter, wirklich, das ist ja richtig nice, der Ball. Premierball? So ja. Wie Pokéball, ne? Oh, der ist so sinnlos, ey. Ich hab vergessen, den Trainer hier zu besiegen in der Höhle, lol. Groll, was macht Groll? Zieht das mir jetzt nicht 5 AP ab oder so? 5 AP, ja, von der Attack, die du eingesetzt hast. Alles klar. Gengar! Lol, warum geht die ihn daneben? Lol, warum geht die ihn daneben? Ich hab bald meinen Megania, Alter. Ich freue mich richtig auf dieses Megania, ey. Stimmt. Ich freue mich da riesig drauf, weil ich finde das Ding einfach so cool. Von den Startern her ist das mein absolutes, also von den Pflanzenstartern ist das echt mein Lieblingsstarter mit. Echt? Ja, ich finde Megane mega cool. Ich habe das damals, damals habe ich das damit angefangen in der zweiten Generation und ich finde das, ich feiere das einfach, das ist mega. Das ist echt cool, das Vieh. Wer weiß, wie lange du Megane noch hast, beziehungsweise Loreblatt. Ich hoffe. Also, wie mir können wir es gerne so machen. Ich mache daraus ein Megania. Und wenn es dann Megania ist, dann kannst du deswegen mir gerne dein Tropio sterben lassen, aber vorher nicht. Dankeschön. Nö. dann habe ich es ja. Dann bin ich ja einfach mal happy gewesen. Für einen kurzen Moment. Für einen kurzen Moment. Der gute Moment. So. Wieder ein paar... Oh, Leute, fast... Oh, Webchain, nice. Gut, Eve, wenn du so weitermachst, bist du gleich bei der 8. Arena schon. Und ich bin immer noch hier. Bei den Meteorfällen. Nein, ich bin jetzt in, hier bei der 3. Arena wieder. Bei der 3. schon? Bei Walter? Genau, da bin ich. Jetzt, nee, glaube ich dir nicht. Du bist gerade noch immer da bei den Meteorfällen, bei den Trainern, oder? Nein, 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 ich bin da wirklich in der Höhle vor dem Walter da. Ja. Ich komme sofort. Ah, du musstest noch den Wanderer besiegen, oder? Kann das sein? Ich musste noch den einen Typen hier besiegen, also ja, der, ich wollte gerade drüber rennen und hab den, ja, hab ich, glaube ich, beim Trainieren noch nie gemacht, aber egal. Die habe ich jetzt so umgehauen. Der ist einfach so überwältigt von meinem starken Team gewesen. Und ich konnte noch ein bisschen Level farmen. Und ganz ehrlich, no waste, no fun, Freunde. Das Ding ist, wenn wir jetzt mit der Salber nach oben kommen, ich glaube, da erwartet uns sofort Team Aqua und Team Magma, meine ich. Und ja, dann, und? Also, ich glaube, der Boss oder so erwartet uns dann da. Also es wird auf jeden Fall krass. Also ich habe Wasser-Pokémon. Ja, du weißt doch gar nicht, ob die Feuer-Pokémon haben. Werden die haben, safe. Ich predikte das. Okay. Komm, dann so. Kommen eh nur Pflanzen-Pokémon. Ich bin jetzt beim Schlottberg angekommen, endlich. Hariate ist der hat auch ewig gedauert. So, ab nach oben mit der Seilbahn hier. So, ich ziehe mir noch ein paar Getränke aus dem Getränkautomaten. Kann ich das überhaupt? Geht das? Leute, ich kann nichts aus dem Getränkautomaten klauen. Hast du kein Geld mehr, oder was? Doch, aber... Ja. Geht nicht. Die wollen mein Geld nicht. Die wollen einfach Aber wie gesagt, dann müssen wir definitiv erst Team Magma und Team Aqua besiegen. Also sowas in Oras und hier, ja, genau, in Omega Rubin und Alpha Saphir. Okay, machen wir easy. Bin ich. Ich komme jetzt, ne? Mal. Ich fahre gerade nach oben. Ich bin auch jetzt oben. So. Und da geht's schon los. Okay, ich weiß nicht, ob ich mit meinen Venus heralien soll. Ich denke mal einfach, ja, mache ich mal, weil ich's kann. YOLO, just for fun. YOLO, just for fun. Hey, wir können nicht mehr verlieren. Also wir haben schon so viel verloren. Natürlich. Ich habe also meine Box habe ich ja, habe ich jetzt ja gesagt. Meine Box habe ich extra so trainiert. Sortiert, dass man genau sieht, was du ausgegeben hast. So, muss ich hier jetzt irgendwen angreifen oder wie kämpfen alle gegeneinander? Ich spreche den mal an, komm her. Bei dir ist Team Magma, ne, oder? Ich glaube, ich muss einfach... Oh, lol, da ist er. Hier, da, gegen den muss ich kämpfen. Hi. Wir von Team Magma setzen alles daran, zum Wohle aller zu handeln. Wer mehr Land gibt, gibt auch mehr Platz zum Leben. Und jeder wäre glücklich. Oh ja, nice.
beste Logik, that Logik ist es ist so, so very good. Richtig Logik hier. King, oh lol, Kingler. Junge. Venus Sarah gegen Kingler, Alter. Harte Schale, weiche Kern. Ich gebe meinen Manta raus. Das ist ein krasses Duell, ja. So, ich bin jetzt auch mit dem ersten Trainer, schau mal. Komm jetzt so ein Krab. Oh, Klammer, macht das viel? Nee, ne? Flagmon! Erstmal ein Rasierblatt drauf. Boom, Junge, frisst das. So, Kingler schon mal down. So, wir haben den Absorber. Aber der macht wahrscheinlich nichts. Level 28. Oh, Crit. Bitte nichts geschoben, oder? Nee, nee, ich hab die Crit bekommen. Alles Nidoran gut. Konfusion. Nidoran ist Boden, ne? Und Gift. Boden. Nee, nur Gift, nur Gift. Ja, dann gehe ich, mach ich das so. Nidoqueen und Nidoking werden halt dann erst zu Bodentypen. Ich müsste eigentlich mit der Aquaknarre das dann händen. Ach komm, scheiß drauf. Ich gehe meine Venus Sarah, mein Kali. Bester Name, ich feiere den Namen Venus Sarah. Geil, ne? Ich feiere den, ja. Oh, bitte keine Gift, bitte keine Poison, bitte keine Poison, bitte keine. Ja, nice, danke. Psychokinese. Alter, Deoxys mit Psychokinese, ne? Das fickt so das hart. Das ist so OP. Das ist wirklich einfach zu OP. Das ist so geil. Ich, sogar wenn ich nicht effektiv treffe, ist fast ein Two-Hit jedes Mal. Krass. Das ist so der Hammer. Schau wieder so, ein Crit. Also ich hab den. Was ist denn hier los? Also ich habe jetzt den ersten besiegt. Ich auch. Perfekt. Und da vorne ist schon der Endboss. Oh, nice. Oh, Wirbelwind. Das könnte eine gute Attacke für mich sein. Ich habe aber jetzt irgendwie Panik, dass uns irgendwas Dummes passiert. Ich möchte das nicht. So, wie viel hat der Mann? Drei Mons. Visor kommt rein. Oh, nice. Visor ist eigentlich cool. Musstest du heute Visor schon mal in dem Part gegen ein starkes Pokémon antreten? Ja. Ich höre nur die ganze Zeit irgendwie so schwachen Pokémon. Echt? Ich weiß nicht, was kann Visor? Visor kann eigentlich nur gegen meine Venus sagen, ich bin eigentlich voll düse, ich bin ein Kopf Level drunter, er kann mich nicht. Genau. Er kann mich eigentlich nicht one-hitten. Grambo. Ich schaff das nicht. Nee. Dann versuche ich mal mit Venus Sarah das Ding hier zu handeln. Paxe. Easy. Ein Igler, alles klar, Mann. Verteidigung steigt und jetzt kommt gleich so Walzer. Pass auf mit Walzer, ne? Das wird immer und immer stärker. Alter, die gute Walzer-Attacke. Es macht schon wieder Ruckzuck-Keep. Warum macht das den Ruckzuck-Keep? Egal, das ist eh down. Ist eh schlecht. So, Venus Sarah, meine Damen und Herren, hat damit seinen nächsten Kick geholt. Als nächstes kommt Megania! No! Lass bitte Lorblatt gegen die Megania antreten. Ja. Meine Träume Wunder hört. Guck dir das an, wie schön es aussieht. Ein ja, Langheitsdino. Oder es kommt einfach, weil du jetzt gleich Lorblatt verlieren wirst. Nein. Da habe ich zumindest einmal gesehen, ne? Dann kann ich es ja sterben genau lassen. Siehst du? Genau. Ich habe eh mal einen Kurtel. Ah, das ist ein Crit. Alles klar, Mann. Kurtel, Niklas. Los, Klutel. Klutel. Junge, Alter. Klutel. Oh Gott. Okay. Leute, ist jemand Two-Hit, obwohl ich 8 Level drüber bin und mit einer Glutattacke angreife. Megania ist krass, ne? Alter, wie bulky ist das denn? Kann ja sowieso nichts, glaube ich. Ja, aber trotzdem, ich greife mit Glut an, das ist kein Two-Hit. Ja doch, war gerade Min-Damage, jetzt habe ich Max gekriegt. Okay, obwohl, nice. Glutel ist halt krass. Nice, meine Sarah erreicht Level 20. Ja. Und Lanas kommt rein. Ganz ehrlich, mach ich jetzt einfach mit Liglas. Also so. Bei mir sind alle Pokémon Level 26 bis 28. Siehst du hast einfach viel zu overlevelt. Ich brauch das nicht. Nein, ich habe halt alle gleich gelevelt. Ja, ich bin noch gar nicht so weit. Boah, ich dachte gerade, es ist Kälte, weil ich gegen Yurok kämpfe, aber zum Glück nicht. Dürfen wir eigentlich K.O.-Attacken benutzen? Ich bin da gerade so ein bisschen überlegen. Nee, würde ich nicht machen. Weil ich weiß nicht, ich glaube Kurte oder Glute kann ja auch G-Frisur, mein Niklas. Ich glaube, es erlernt es, ja, aber ich würde es nicht machen. So, jetzt muss ich eben wieder ein bisschen heilen. Einmal ein Tafelwasser drauf auf Glutel. So, ich glaube, ich bin beim... Oh ja, ich bin beim Boss. Du? Ja, ich auch. Ich wollte noch eben meine Mons alle mit... Gut, dann lass uns den Boss gleichzeitig machen. Sprudeln und sowas nach oben stocken wieder. Oh, warte mal. Geradax hat ein neues Item. Was hast du denn? Supertrank. Cool. Gib mal ab. Ich brauche gerade... Ich heile gerade. Ja, warte. Ich tausche dir sofort drüber. Machen wir im Online-Tausch. Weil ihr habt mir auch in den Kommentaren geschrieben, dass ich mein Perlo ja entwickeln soll. Und ihr habt mich auch gefragt, was ich daraus machen soll. Ob ich ein Sanabis machen möchte oder so ein Blanas. Ich bin aber ganz ehrlich, ich kann es leider nicht entwickeln. Deswegen würde ich es auch gerne Perlo belassen. So, ich habe ihn angesprochen übrigens. Gut, ich auch. Super. Die Kraft, die in diesen Metrioten. Boah, Alter, ohne Witz, was ist mit dir los heute? Es ist wieder so spät, Freunde. Metrioten.
Ich setz meine Sonnenbrille wieder auf. Komm, willst du lieber vorlesen? Oder hast du schon, bist schon beim Kampf? Warte, ja, der Typ trägt, glaube ich, auch eine Sonnenbrille. Ich kann einem sturen Kind, wie dir nicht erlauben, sich in unserem Weg zu stellen. Ich mag, werde dir zeigen, was passiert, wenn du dich mit uns, wenn du uns aufhalten willst. Ah, alles klar. Ich mach dich trotzdem platt, du kleiner Mongo. Was hat, wenn der, oh, Webtain, nice. Schau mal. Ich habe mit Kali geleadet. Kann er mir irgendwas? Nö. Komm, ich geh mal. Oh, ich feier safe. Die Musik, hörst du die? Die ist so gut, ne? Die ist richtig gut. Ich feier die drei Pokémon-Lombrero. Okay, das kenn ich. Die bockt richtig. So. Mhm. Aber sowas von. Kopflos. Oh, your face. Mogli! Oh, oh. Scheiß Mogli. Nice. So, Webtain ist gleich down. Aber. Okay, da kannst du gerne machen. Kopflos will es trotzdem reichen, oder? Ich weiß nicht was, hoffentlich kommt jetzt irgendwie so ein Abfuck so. Bitte hau mal einen Carbador raus. Würde mich sehr freuen, wenn du das ich hast. Ich will eigentlich gegen starke Pokémon kämpfen. Schau mal. Tuska kommt. Oh Leute, ich bleib mit Niklas drin, es kommt Tuska rein. Also ganz schon ehrlich. Wieder? Bei dir kommen ja wirklich schwache Pokémon. Krass. Ganz ehrlich, ich kann noch nichts dafür. Ja, ja, bei mir aber auch. Also ich habe noch nicht gegen einen Ultra und ich krieg den Burn und es reicht direkt in dem Turn dadurch. Dankeschön. Props hier an Niklas, meine Damen und Herren. Glutel ist der Babbo. Echt, es ist Video, okay. Und Togetic kommt zum Schluss rein. Das hau ich jetzt einfach mal mit Kali um. Ist Typ normal Flug, ne? Tropius? Normal? Nee, Togetic. Ja, normal Flug, ja. Ich glaube, dann wurde es in der 7. Gen wurde es dann zu 10 Typen, ne? Das macht ja nichts. Oh Gott, Willi ist ja richtig bei auf Level 24. Oh lol, Metronom. Ich habe gerade überlegt, weil es ja jetzt Flug kommt, ist. Jetzt kommt Finale oder so ein Scheiß. Psychoschub, alles klar. Warum hat mit Metronom Psychoschub? Ich krieg das Ding nicht richtig down. Komm, Wachstum. Willi ist ja richtig hartnäckig. Die Säure. Oh, das ist sehr effektiv. Bitte kein Gift, bitte kein Gift, bitte kein Gift. Na, zum Glück. Oh, Metronom nicht schon wieder. Bitte, Mann. Come on. Ich hab so Angst, wenn ein Pokémon Metronom einsetzt. Fassade. Tank das. Okay, nice. Ich tank es. Ich wechsle raus. Kuttel, please. Mock that, Fimi. Na, da kommt so eine Wasserattacke, ne? Mm. Das ist so assig, wenn das kommt, ey. Dann heule ich. Metronom und dann kriegst du einfach so eine Wasserattacke. Oh, lol. Hydropumpe direkt in your face. Quit Hydropumpe auf mein Glutel. Auf dein Glutel. Das ist so ein cooler Name, ne? Ich muss rauswechseln, sonst. Ja, geh kein Risiko ein. Geh mein Arbok. Sein scheiß Willi ist voll hartnäckig. Ich vergifte das Ding jetzt einfach, ganz einfach, ey. Und Supertrank. Bei mir hat er schon drei oder zwei Supertränke eingesetzt. Boah. Fronttrin, alles klar. Gut, dass ich rausgewechselt bin. Jetzt wärst du jetzt drin geblieben. Wärst du jetzt drin geblieben? Lol, Alter, gut. Giftstachel, bitte krieg die Poison. Komm schon. Ich weiß, das macht nicht viel. Krieg aber die Poison. Bitte. Schnabel. Nice. Krieg die Poison, komm schon. Er hat einen Crit bekommen, aber ich bin nicht down. Ja. Da ist die Poison. Oh mein Gott, ich darf auch einen Supertrank einsetzen. Ich dachte gerade, eine Säure von Wiele gegen Tropius und auf einmal geht das KP-Dings auf Rot. Soll ich jetzt Biss einsetzen? Wird das ausreichen mit der Vergiftung? Ich weiß nicht, bei welchem Stand deine Pokémon sind. Ach komm, YOLO. No waste, no fun. Und es reicht nicht aus. Alles klar. Und? Was passiert? Ich schlafe jetzt ein und er wird wahrscheinlich jetzt gleich wieder einen Supertrank usen. Und er used wieder einen Supertrank. Ja, genauso wie bei mir die ganze Zeit. Ich komme nicht an Willi vorbei. Du nicht an Togetic, ne? Nee, ich komme da gerade echt nicht ran vorbei. Aber ich habe vergiftet. Auf lange Dauer werde ich das Ding gewinnen. Mhm. Aber ich muss nur aufwachen jetzt mal. Das wäre schon extrem nice. Gut, jetzt habe ich aber Willi besiegt. Außer gibt es nochmal einen scheiß Supertrank. Nee, gibt er nicht. Perfekt. Lehmbrühe. Nice. Aber es kann auch gleich kein Metronom mehr haben. 10-mal, glaube ich, ne? Ich glaube 20 mal, oder? 1033. Nee, Utu, doch wie süß. Kiro kommt. Kira wacht zum Leben. Das, was du getötet hast. Ich kann doch nichts spielen. Schärfer! Als ob es jetzt vom Porygon Schärfer drauf hat. Krass. Angriff steigt, alles klar. Mit Bedroher extra niedrig gemacht und dann das.
komm, Cliffstone, jetzt wach doch bitte mal auf, Mann. Okay, die Poison bringt ihn immer mehr in die Range, dass ich ihn gleich killen kann. Perfekt, weil ich habe ihn jetzt besiegt hier. Jetzt wacht auf, perfekt. Jawohl. Und jetzt Quitte. Quitte. Als ob du jetzt einen Quit bekommst. Es wird jetzt bestimmt wieder, er wird hundertprozentig wieder einen Supertrank einsetzen. Safe. Es reicht nicht. Er wird einsetzen. Hast du kein Pokémon, was du sich aufsetzen kannst? Krass. Oh. Nee, macht er nicht. Nice. GG. Perfekt. Dann hat er noch ein Pokémon, oder? Bis beim letzten. Nein, das waren alle. Das waren gut, alle. Dann können wir jetzt in diesem Part noch einen Encounter fangen. Was wollte ich schon die ganze Zeit? Wir sind zwar schon bei 20, aber ich will unbedingt noch einen Encounter fangen. Unbedingt. Hast du den schon besiegt? Ja, ich hab den besiegt, ja. Ich renne gerade nach unten. Nice. Okay, ich renne jetzt auch noch schnell nach unten. Gut, dann würden wir definitiv noch in diesem Part einen Encounter fangen. Ich hab dir gesagt, dass wir jetzt richtig viele Encounter ineinander fangen können. Ja, stimmt. Ein Encounter konnten wir auf die Box ablegen. Das war ein Eneko und ein Blanas. Und hier ist jetzt der Steilpass, meine Freunde. Und hier dürfen wir uns einen neuen Encounter fangen. Und das machen wir jetzt auch. Willst du anfangen? Ich bin im Steilpass. Ich gehe hier direkt ins erste Gras links. Ja, geh rein. Ich höre dir zu. Okay, gut, dann fange ich an. Der Encounter, Freunde, für diese Route wird sein ein Elektro, bitte. Ah, fuck off, Alter. Was hast du? Ein Lombrero. Das ist gar nicht so schlecht. Und mein Encounter ist ein... Das gibt es nicht. Und ich habe ein... Oh, irgendwas Cooles. Kommen. Freunde, es wird irgendwas Cooles. Ich habe einen Mashok. Darf ich das fangen? Nee, ne? Ich habe Macholo gehabt. Machomai gehabt, ja. Das habe ich also nicht. Scheiße. Weißt du, das Problem ist, ich habe Blanas. Jetzt habe ich Lombrero und ich habe Pflanz und Wasser. Ich habe Pflanz und Wasser satt von Pokémon. Drei Wasser, also, drei Pflanzen-Pokémon. Also darf ich im Prinzip einen neuen Encounter machen? Ja, darfst du. Genauso wie damals bei mir. Ja. Okay, dann gucken wir noch mal ein bisschen. Zack, zack, zack. Komm her. Was ist hier jetzt drin, was uns fangen dürfen? Und es ist jetzt aber. Ich will nicht hingucken. Es ist was Cooles. Tohaido, darf ich das nehmen? Ja klar, oder? Eigentlich hattest du das ja, ne? Nee, aber, oder? Ich hatte kein Tohaido, nein. Oder? Hatte ich? Nee, doch, ich hatte Kanivana, ja. Aber das könnte ich jetzt rein theoretisch fangen. Ja, obwohl. Oder? Nee, wir machen noch mal neu, genau, richtig. Menno. Also ich fange jetzt deiner Liebe nach hier, Dings hier, das, ne? Lombrero. Und jetzt ist es ein... Komm, speede das jetzt bis dahin. Ich habe einen Snubbull. Ein Snubbull! Obwohl, cool. Das hat Bedrohung, oder? Hat es Bedrohung? Wenn Bedrohung ist, noch besser. Aber du hast ja Arbok mit Bedrohung. Nee, hat es nicht, schade. Gut, aber ich möchte Lombrero eh nicht im Team haben. Das bringt mir null im Team. Ach, warum vergesse ich das immer, dass ich mit meinem Geist keine Wirkung auf die Viecher habe? Warte mal, war da nicht was? Venus Sarah 6-0? Sagt dir das was? Nö. Sagt dir das Megametagross? Sagt dir das irgendwas? Nein. Gar nichts. Einfach gar nichts. Lädst du den hoch? Nee, ne? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja, den Kampf. Sie hat doch gesagt, sie hat dich gesweept. Quatsch, habe ich nie was von mitbekommen. Hat also, sie nicht gesagt, sie meint, sie hat dich mit Megametagross gesweept. Hat sie doch in den Chat geschrieben auf Discord. Nein, als ob mich irgendjemand sweepen würde. Ich bitte dich. So, jetzt suche ich wieder nach einem Namen. Fuck. Ich habe für Snowball auf jeden Fall schon meinen Namen. Hast du was für Pflanze Wasser für mich? Pflanze hat's Yoshi hätte ich noch zur Auswahl. Yoshi, perfekt. Mit J oder mit Y? Max hätte ich noch. Mit Y halt. Ne, mit J, Entschuldigung. Mit J, okay. Ja. Mit SH wahrscheinlich, ne? Dann mache ich Yoshi. Und mein Spitzname für dieses Snubbull ist ganz einfach. So, Yoshi, auf die Box. Jetzt bin ich mal aber wirklich, bevor ich den Part beende, möchte ich gucken, welchen Encounter ist hier noch. Pass auf, Elektro. Pilippe, okay. Och, Menno. So, jetzt aber. Ich nenne es nämlich Elisa. Liebe Grüße an Elisa raus. Ja, nice. Ich habe bis jetzt nur Frauennamen gleich in meinem ganzen Team. Das läuft bei mir einfach. Das bringt mir Glück. Oh, hier gab es noch einen Flunkiefer. Ey, das hat bestimmt jetzt Bedroher, oder? Fuck. Ach, leck mich, das hat Bedroher. Mann, ich habe so Pech mit den Blanas, ein Lombrero. Ich habe ja schon drei Pflanzen und drei Wasser-Pokémon. Aber nein, es kommt ein Lombrero.
Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was du hast. Lombero ist eine Mischung aus beiden. Ja, okay, wenn ich ein Wasser oder ein Bloodshed finde, kann ich eins von den beiden entwickeln, aber trotzdem. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir an der Stelle den Part. Hast du da was einzuwenden, nein, oder? Doch, Moment noch eben. Moment. Bist du noch im Gras oder was? Ja, ich bin noch im Gras. So, dann heile ich direkt. So, meine Freunde, damit sind wir eigentlich auch schon für diesen Part schon wieder am Ende. Wir haben richtig viel gemacht heute. Und leider wieder einen Encounter gefangen, den wir eigentlich nicht brauchen. Aber gut, dann haben wir jetzt zwei Encounter auf der Box, auf die wir natürlich zurückgreifen könnten. Wenn was natürlich sein sollte. Genau, Freunde. Wie gesagt, wenn euch der Part gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Morgen um 17.30 Uhr wieder auf Yves' Kanal vorbeischauen. Da kommt dann der nächste Part und dann werden wahrscheinlich schon definitiv schon in die Arena gehen. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein. Bis dann und ciao. Ciao.